Ich bin Liv. Liv von den Origines. Für viele Jahre lebten wir glücklich, mein Tribe, meine Familie. Von der Welt da draußen hatten wir uns abgewandt. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Aber wir lagen falsch. Die Tribes kämpfen erbarmungslos um die Vorherrschaft in Europa. Meine Familie ist irgendwo da draußen. Aber ich werde sie finden. Egal, was es kostet. Das Europa von 2074 ist eine Art wilder Westen. Wir befinden uns in einer Zeit nach einer Katastrophe, die der Schwarze Dezember genannt wird. Es gab ein Massensterben und es leben nur noch 2 Millionen Menschen in ganz Europa. Wir wissen, es gab einen großen Blackout, der global die ganze Welt lahmgelegt hat. Die Natur hat sich durchgesetzt. Man ist in der Zukunft aber gefühlt in die Vergangenheit zurückkatapultiert worden. Man muss jagen gehen, man muss wieder die ursprünglichen Wege benutzen, um irgendwie zu leben zu können. Es ist keine Dystopie, es ist keine Zukunft, die nur dunkeldüster ist und sozusagen in den Abgrund blickt, aber es ist schon eine neue Realität, die wir da 2074 erzählen. Europa sieht nicht mehr so aus, wie wir es kennen, sondern es ist zerfallen in verschiedene Regionen, die von sogenannten Tribes beherrscht werden. Es gibt die Origines, das sind wir. Die Origines sind Waldlinge, Leute, die im Wald leben, im Einklang mit der Natur. Wir sind Origines. Wir sind die Stimmen des Waldes, das Blut der Erde. Und der Atem des Windes. Alles Leben ist eins. Alles Leben ist eins. Die Crows sind mit einer der größten Tribes. Sie leben im ehemaligen Berlin, was jetzt Bratok heißt. Sie sind bereit für alles zu töten und auch bereit für alles zu sterben. Und sie nehmen sich, was sie wollen. Und sie haben definitiv den Plan, die Herrschaft von Europa zu übernehmen. Ein sehr mächtiger Tribe, ein sehr großer Tribe. Sehr skrupellos. Sie löschen andere Tribes aus, nehmen Sklaven. Bis zum Tod. Till death! Und dann gibt's die Crimsons, die eigentlich gar kein Tribe sind, sondern eher so ein Militärstaat. Ich bin David. Crimson Commander David Force. Liv von Henriette gespielte Figur, die kommt zur Crimson Republic. Das ist ein Tribe, der aus den Überbleibseln einer alten europäischen Armee, dem Eurocorps, entstanden ist. Wenn man sich den Crimsons anschließt, dann muss man sozusagen seinen Tribe und seine Herkunft nicht aufgeben. Der jüngste der drei Geschwister unserer Hauptfiguren, der macht eine Art Roadmovie eigentlich durch in einem postapokalyptischen Vehikel namens Millie mit einer sehr lustigen, von Oliver Masucci gespielten Figur namens Moses. Also, Elia von den Origines, dann lass uns unsere Reise beginnen. Der muss einen Cube übermitteln. Das ist ein vom Tribe der Atlantier, ein ganz mysteriöser Tribe, von dem wir nur ganz wenig erfahren, außer dass sie die einzigen sind, die über eine unvorstellbare Technologie verfügen. Ich bin natürlich ein großer Fan von Oliver Masucci. Er ist ein fantastischer Schauspieler, der in wirklich jeder Rolle brillieren kann. Und sehr gefreut, dass er Lust drauf hatte, hier mit uns mal ganz neue Wege zu gehen. Olli ist für die Rolle Moses einfach perfekt, finde ich. Und es hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht, mit ihm zu drehen. Ich spiele einen, der ist auf der Suche nach Technologie. Der sucht überall wie ein Schrotthändler noch alte Sachen zusammen, die er irgendwo finden kann. Die einzige Technologie, die überlebt hat, ist die der Atlantier. Du kannst Sachen reparieren? Was hast du denn, das kaputt ist? Wir haben uns vor allen Dingen entschieden, wirklich auch an spektakuläre Originalmotive zu gehen, nicht auf zu viel Visual Effects zu setzen, sondern wirklich zu versuchen, die Dinge real zu erzeugen. Wir haben in 8 oder 9 Länder vorher Motivscoutings gemacht, um halt zu sehen, wo macht es am meisten Sinn, wo gibt es die tollsten Motive, und sind dann eben auf Tschechien und Kroatien gekommen. Wirklich eine echte Global Production. Das Projekt hat mich seit jetzt über 2 Jahren komplett in Beschlag genommen, im Positivsten natürlich, weil das ein unfassbares Geschenk ist, so etwas machen zu dürfen. Wir haben insgesamt ein fantastisches Ensemble gefunden und vor allem eben 3 Hauptrollen besetzen können mit ganz wunderbaren Schauspielern. Ich glaube, dass das eine Serie ist, in der man wirklich eintauchen kann in eine auf der einen Seite sehr fremde, aber an den einen oder anderen Stellen doch auch bekannte Welt, wie man sie so auch noch nicht gesehen hat. Ziemlich coole Storyline, sehr, sehr tolle Bilder. Wir erzählen eine Zukunft, die vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Zerfallserscheinungen, Separationen.
Es gibt wirklich große Emotionen, es gibt Action. Tribes ist eine Serie, die ganz viele Türen aufmacht, durch die wir einfach gemeinsam gehen wollen mit dem Zuschauer.